Besonders für alle, die südlich von hier vom Insulana mit uns unterwegs sind, habe ich heute wichtige Informationen. Denn es geht um die Linie S2 zwischen Blankenfelde und Priesterweg. Herzlich willkommen zur Bauinformation der S-Bahn Berlin. Nächste Station. Was hier gebaut wird, ich sag es Ihnen. Die Arbeiten hier sind Teil des Projektes Dresdner Bahn. Dafür werden aus bisher überwiegend zweigleisigen Strecken viergleisige, damit hier später auch der Flughafenexpress fahren kann. Das dauert etwas mehr als einen Monat, genauer vom 4. April bis 9. Mai. In dieser Zeit fahren zwischen Blankenfelde und Priesterweg keine S-Bahn. Zwischen Blankenfelde und Lichtenrade bleibt die S2 sogar bis Mitte Dezember gesperrt. Zwischen Blankenfelde und Marlow fahren bis April kommenden Jahres keine S-Bahn. Ganz wichtig ist uns, dass Sie trotzdem gut ankommen. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Zwischen Blankenfelde und Innstadt benutzen Sie bitte den Regionalexpress RE5 mit Halt in Lichterfelde Ost bis Südkreuz. Außerdem haben wir einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Busse fahren auf drei Linien. Die Linie S2X fährt von S-Bahnhof Blankenfelde über S-Bahnhof Marlow-Trebinerstraße, Kolonie Märkische Heide, zur Lichtenrader Damm, Mariendorfer Damm-Bukower Chaussee, Alt-Mariendorf mit Umsteigemöglichkeit zur U6 nach Tempelhof-Friedrichstraße zum S-Bahnhof Priesterweg. Der S2X fährt täglich bis 22 Uhr, überwiegend alle 10 Minuten. Die zweite Busersatzlinie S2A fährt alle betroffenen S-Bahnhöfe an. Die Busse fahren vom Bahnhof Blankenfelde über S-Bahnhof Marlow-Trebinerstraße, Kolonie Märkische Heide, S-Bahnhof Lichtenrade, Tschichauweg, Namitzer Damm-Motzener Straße, Bukower Chaussee, Mariendorfer Damm-Bukower Chaussee, Marienfelde, Attila-Straße, Südende mit Umsteigemöglichkeit zu S25, S26 nach Priesterweg. Der S2A fährt tagsüber überwiegend alle 10 Minuten, in Randzeiten alle 20 und nachts durchgehend alle 30 Minuten. Die dritte Busersatzlinie S2B fährt vom S-Bahnhof Lichtenrade über Tschichauweg, Namitzer Damm-Motzener Straße zum S-Bahnhof Langwitz mit Umsteigemöglichkeit zur S25, S26. Die S26 fährt dann mit mehr Wagen. Diese Linie S2B fährt tagsüber bis 21 Uhr, überwiegend alle 10 Minuten. Zwischen den einzelnen Linien gibt es mehrere Möglichkeiten umzusteigen. Außerdem verlaufen die Linien teilweise parallel. Das verkürzt dort die Wartezeit. In der Nacht vom 19. auf den 20. April wird die S-Bahn-Sperrung ab 21.45 Uhr wesentlich erweitert. Die Busersatzlinie S2A verlängert sich entsprechend über Priesterweg hinaus mit Halt in Südkreuz bis Schöneberg. Die Wege vom S-Bahn-Gleis zu den Haltestellen des Ersatzverkehrs sind gekennzeichnet und barrierefrei, so wie hier am S-Bahnhof Priesterweg. Der Weg dauert etwa 2 Minuten. Es kommen überwiegend barrierefreie Busse zum Einsatz. Das ging Ihnen jetzt zu schnell? Keine Sorge, Sie können alle Informationen auch jederzeit nochmal nachlesen in unseren Apps und auf unserer Webseite. Außerdem gibt es auch wieder einen Bauflyer. Ich danke den Bauarbeitern, dass sie unsere S-Bahn besser machen, und vor allem danke ich Ihnen für Ihr Verständnis. Machen Sie es gut, Ihre Kelly.